So, da sind wir. Wunderbar. Ja, heute in etwas anderer Besetzung, weil wir werden gleich etwas ändern und ich bin derjenige, der heute durch die Moderation führt. Also erstmal herzlich willkommen euch allen zu Frag die Krischkes. An Bord heute nur für ganz kurze Zeit die Direktorin Christine Krischke. Leider hat uns, ja, man nennt sie die Stimme der Hofreitschule, aber die hat uns heute verlassen. Vielmehr, die Stimme hat sie verlassen. Deshalb nur kurz zur Begrüßung dabei. Das ist die Stimme des heutigen Abends. Einen wunderschönen guten Abend. Ich gehe jetzt ins Bett. Es ist leider immer so bei ihr, wenn sich eine Erkältung ansagt. Die hat sich auch getestet heute. Nein, das Ding hat gesagt, ist kein Corona, aber ich kenne das von ihr nun wirklich viele, viele Jahre. Wenn die Erkältung kommt, hat sie für 3, 4 Tage keine Stimme. Von daher, wenn sie jetzt heute Abend reden würde, dann könnte sie morgen nur noch schreiben. Ich habe ihr Redeverbot gegeben. Und wir machen das alleine heute Abend. Frag den Krischke. Frag den Krischke. Wir wünschen gute Besserung. Leg dich hin. Genau. Und mit uns ist unsere liebe Uta Altenburg. Und wir werden heute Abend versuchen, alles ganz alleine zu machen. Das kriegen wir hin. Genau. Guter Dinge. Wir sind ja ansonsten ein bisschen erprobt. Machen das ja schon eine Zeit lang. Einigermaßen. Alles Also klar, lassen wir Sie mal haben ein wirklich Thema kommen. gehabt. Sackgassen in der Ausbildung. Hilfe, ich komme nicht weiter. Wie immer haben wir Futter bekommen für circa eine halbe Stunde, 6 Seiten. Ich versuche ein bisschen die Moderation zu übernehmen und führe ein bisschen durch die Fragen durch. Ja, Sackgassen in der Ausbildung. Hier muss ich mal eben den Ton ausmachen. Die Katrin fragt uns, wie bemerkten und behoben die Meister der antiken mittelalterlichen Reitkunst Sackgassen bei der Ausbildung ihrer Pferde? Gewiss haben die sich ja auch mal geirrt. Oh ja, da schreiben sie auch sehr häufig drüber. Und das Ding ist immer, man geht immer wieder darauf hin, das Fundament zu überprüfen, das Fundament der Ausbildung. Wenn du einen Schritt zu schnell gegangen bist, das macht sich häufig nicht sofort bemerkbar. Aber nach einigen Wochen oder Monaten merkst du plötzlich, dass das ganze Gerüst zusammenfällt und du irgendwo gar nicht mehr weiterkommst. Und darüber schreiben sie sehr wohl. Und sie sagen auch immer wieder, bilde dein Pferd auf der Nase aus, lass dir Zeit bei der Ausbildung und so weiter. Und natürlich ist es so, man hat ja auch Angebote vom Pferd. Es gibt ja Pferde, die bieten an und sagen, ach, das kann ich, da habe ich kein großes Problem mit. Und dann beschäftigt man sich nicht sehr lange mit dem Thema und geht vielleicht über das Thema etwas zu schnell hinweg. Und dann kommt die neue Baustelle und dann hat man häufig das Problem. Wie seht ihr das? Ja, also das ist ja alles so ein bisschen Trial and Error, auch wenn nicht unbedingt jeder der alten Meister direkt dann schreibt, hey, da habe ich mich geirrt. Aber sie weisen ja darauf hin, was ansonsten passieren könnte, wenn man Genau das das. und das nicht macht. Wenn man also ein Pferd straft, wenn man es nicht lobt, wenn man es Angst einflößt, etc. Und all diese Dinge merken wir ja vor allem gerade auch zum Beispiel beim Plüvinell, der ja sehr pädagogisch unterwegs ist, der also dem jungen König viele Ratschläge mit auf den Weg gibt, was man vielleicht unterlassen sollte. Also, dass wir zum Beispiel eben das junge Pferd nicht verdrießen sollen, weil es ist wie der Blütenduft. Wenn er einmal vergangen ist, dann ist halt eben auch ja, die Sanftheit des Pferdes dahin. Ja. Ja, das ist natürlich nicht nur in der mittelalterlichen oder der früheren Reiterei, das geht bis in die Klassik hinein, dass Leute darüber schreiben, auch Steinbrecht schreibt darüber, könnt ihr nachlesen, jawohl. Das ist eigentlich das größte Problem in der Ausbildung, dass man sich selber in Sackgassen bringt, weil man sich verleiten lässt, den Leitfaden. Vom Leitfaden abzugehen und zu sagen, ich nehme eine Abkürzung. Ja, oder sich weiterentwickelt. Also wenn wir zum Beispiel François Boucher nehmen, der ja 13 Versionen seiner Reitlehre geschrieben hat und hat sich von Version zu Version ein bisschen geändert. Und ab der, ich glaube, 12. Version wird es dann ganz anders. Dass da also teilweise die Leute gedacht haben, huch, jetzt macht er gar nicht mehr das, was er da vorher geschrieben hat. Ne? Und da mussten dann erst andere Leute herkommen und überhaupt erst mal erklären, was damit so gemeint war.
Ich möchte mich nicht auf die Ebene dieser Leute stellen, aber ich kann das aus meinem persönlichen Werdegang euch sagen. Ich habe mich zigmal gewandelt in meinem Leben und habe zigmal überdacht, was ich gemacht habe und habe das auch viele Sachen vollkommen in die Ecke geworfen und nie wieder rausgeholt. Und von daher, yes. Denke, die Frage ist beantwortet. Okay, gehen wir mal weiter. Die Daniela Schette. Erwähnen die alten Meister etwas über ihre Frustration und wie sie mit Sackgassen umgegangen sind? Ja, auch immer wieder. Und ja, kommen wir wieder zum Plüvinell. Der hat zum Beispiel gesagt, wenn ich immer ein Pferd mit Sporen reiten müsste, würde ich die Reiterei aufgeben. Eine Aussage von ihm, wo der einfach gemerkt hat, wenn du permanent dein Pferd mit Sporen in bestimmte Bewegungen bringen musst, dann hat er gemerkt, das ist nicht der Sinn der Sache. So wie er auch zum Beispiel bei seinem Pferd Lebonit die Kinnkette weggenommen hat und hat dann irgendwann eingesehen, dass er da einfach ein Bändchen hinten dran machen sollte, ein seidenes Bändchen. Und das sind so Dinge, wo man drüber nachdenkt und sagt so, das hat es nicht gebracht, so hat es nicht funktioniert. Und dann wird die Methode vielleicht verändert, aber darüber muss man auch 2, 3 Nächte schlafen. Ich sage immer, weinen gehört zum Geschäft. Ja, wenn man wirklich richtig verzweifelt ist, also ich meine, den Männern fällt das vielleicht ein bisschen schwerer, aber bei den Frauen ist das leichter. Aber auch ich bin häufig immer noch so verzweifelt, wo ich sage, es kann es nicht sein. Warum funktioniert das nicht, was ich da gerade mache? Und das war bei den alten Meistern ganz genauso. Das ist, wir gehen mit einem Medium um, das heißt Pferd. Ja, und dieses Medium bringt uns zu anderen Menschen. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir mit diesem Medium, mit diesem Pferd, mit diesem Tier umgehen, damit das funktioniert, damit auch wir mit diesem Pferd gut aussehen können und schön sein können. Denn die alten Meister damals, wie zum Beispiel Plüvinell, das waren nicht nur Reitmeister, das waren auch Botschafter. Die wurden geschickt, um andere Höfe einzuladen zu Festivals oder zu irgendwelchen Geschichten. Die kamen dorthin mit den allerbesten Pferden vom Hof und haben dort den Hof vertreten und haben sich gezeigt. Und glaubt es mir, das konnten die nicht mit Pferden machen, wie was wir heute bei Olympia oder so sehen, sondern die haben gezeigt, was sich deren Mäzen leisten konnte, also der König oder der Fürst oder wer auch immer, was für ein tolles Pferd oder wie viele tolle Pferde er mitgeschickt hat. Und er hat diesen Menschen dort vorreiten lassen, hat vorsprechen lassen und damit sie das erreicht haben. Also du siehst eigentlich immer, wenn wir sagen von den alten Meistern, dann müssen wir gar nicht von den alten Meistern sprechen, weil die vor 400 Jahren gewirkt haben. Das waren auch Menschen, die reich an Erfahrung waren. Das waren keine jungen Menschen, die das da zu Papier gebracht haben, sondern das waren Leute, die waren jenseits der 40 und 50. Waren in verschiedenen Kriegen, also Plüvinell ist in verschiedenen Feldzügen unterwegs gewesen, für den polnischen König, glaube ich, oder polnischen Fürsten auf jeden Fall war er unterwegs gewesen und er bildet immerhin den König aus. Und zu dieser Zeit ist ein König noch auch, zumindest auch im Krieg irgendwo unterwegs gewesen. Vorher auf jeden Fall tatsächlich mit an vorderster Front. Das hat sich ja danach erst die Kriegsführung wirklich geändert. Ja. Okay, schauen wir mal weiter. Im Folgenden geht es ein bisschen darum, wie wir Sackgassen erkennen können. Die Miki Riemann fragt uns, könnt ihr Gedanken lesen? So oft sprecht ihr die Themen an, die mich gerade beschäftigen. Ich finde es als Reitkunstbeginner nicht einfach, eine mögliche Sackgasse trotz Trainer rechtzeitig zu erkennen. Denn die Gründe für ein Nichtgelingen bzw. Nicht-Weiterkommen können so vielschichtig sein, die es ja gilt, zunächst zu überprüfen, um dann festzustellen, dass mein Pferd und ich zu lange in der Sackgasse im Kreis geritten sind und dabei ein ungünstiges Bewegungsmuster etabliert haben. Habt ihr vielleicht einen Tipp, wie ich eine mögliche Sackgasse schneller erkennen kann? Wahrscheinlich hilft nur Weiterbildung, Erfahrung, oder? Eigentlich hast du es genau erkannt. Aber dazu kommt noch etwas ganz Wichtiges und das ist Sinnesschulung. Wenn du mit deinem Pferd umgehst, dein Pferd ist schneller als du im Bemerken und Umsetzen. Ein Pferd ist eines der schnellsten Tiere der Welt, die Dinge aufnehmen und umsetzen können. Und dann musst du auch schneller werden. Wenn du da ein bisschen, entschuldige, wenn ich das sage, vielleicht trantütig unterwegs bist,
da musst du schneller werden und sagen, okay, nach der fünften Runde Schulter rein, Chris, was du immer sagst, hat dein Pferd irgendwann gelernt, um zu laufen. Schulter rein, so blöd, wie es jetzt gerade ist. So muss man das machen, weil dann brichst du die Übung ab und um dich zu entschuldigen, wirst du dein Pferd auch noch streicheln und loben. Und dein Pferd hat gerade was Falsches gelernt. Da musst du schneller werden. Das ist der Trick eines Trainers. Und vielleicht an der Stelle kann man vielleicht als Tipp auch noch geben, sich immer mal wieder zu filmen. Um auch zu sehen, wie verändern sich Bewegungsmuster, entweder in die bessere Richtung oder stagnieren sie oder werden schlechter. Mhm. Und um dann festzustellen, bin ich denn schon in der Sackgasse, damit man gar nicht so lange in diese Sackgasse einfach rennt. Und manchmal fühlt man ja gar nicht das, was man dann später sieht. Und das mit dem Video ist eine tolle Sache. Ich glaube, wir haben gerade ganz viele Beweise für diese Argumentation, denn wir haben ja gerade unseren Intensivkurs, die Basis im Sattel, und holen da die Leute wirklich an die absolute Basis zurück. Aber wir haben jetzt schon in den ersten 3 Wochen bei vielen Reitern und Pferde so viele Aha-Effekte und Veränderungen von Bewegungsmuster, teilweise sogar Veränderungen am Muskulatur, Körper und vor allem am Gesichtsausdruck der Pferde sehen können, dass man da sagen kann, hey, das ist ein Aha-Effekt. Aber wie Wolfgang das natürlich auch gesagt hat, ich muss natürlich auch sehen können, was soll sich denn verändern? Und da ist der richtige Tipp, hol dir jemanden, der dir dabei nicht die Abkürzung, sondern einfach den richtigen Weg zeigt. Denn der kann manchmal der Schritt zurück sein. Wir haben einige Leute zu etwas gebracht, wo sie vielleicht vorher nicht darauf gekommen wären, wirklich ganz einfache Sachen zu machen. Das hat sich dann als eigentlich nicht der Rückschritt, sondern die Abkürzung erwiesen. Also, wozu man sich selber vielleicht gar nicht, was man selber nicht trauen würde, was dann aber der Videobeweis den Leuten dann sehr, sehr nahe gebracht hat. Ja, Video, tolle Sache. Okay, machen wir weiter. Die Sarah Vanessi. Woran erkennt ihr, wenn ihr in einer Sackgasse steckt und wie geht ihr damit um? Wer will? Leg ruhig los. Fang an, Wolfgang, gerne. Wenn es nicht weitergeht, wenn ihr nicht weiterkommt, ganz einfach. In einer Sackgasse ist es immer so, da fährst du durch, bis du am Ende vor der Hauswand stehst und dann merkst du so, komme ich nie weiter, kannst du nichts mehr anderes machen. Kannst nur noch, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, rückwärts rausfahren und sagen, was machen wir jetzt? Mit dem Fahrrad kannst du umdrehen. Aber die Erkenntnis ist da, wo du sagst, es geht nicht weiter. Und dann musst du dir was einfallen lassen. Und mit der Erkenntnis, es geht nicht weiter, wird sich vermutlich auch ein Gefühl einstellen beim Reiter, bei dir selber. Und dieses Gefühl wird vermutlich kein angenehmes und kein gutes Gefühl sein. Weder für dich alleine, noch in dem Moment, wo du auf dem Pferd sitzt und mit dem Pferd etwas erarbeiten möchtest. Und das ist auch immer ein gutes Indiz dafür zu sagen, ich bin irgendwie in der Sackgasse, gerade wenn sich das vielleicht so manifestiert über mehrere Wochen oder Monate oder Jahre hinweg, dann ist es ja schon sehr, sehr lang, da auch immer darauf, auf das Gefühl hören. Wie fühlt sich das für dich an? Ist das alles stimmig? Ist dein Pferd noch glücklich und zufrieden? Wie geht es ihm? Kannst du ihm in die Augen gucken und der hat noch den Glanz in den Augen oder seid ihr beide schon irgendwie demotiviert und frustriert und wie geht es dir damit? Ja, das Schwierige, was man, glaube ich, als Reiter heutzutage auch erkennen muss, ist, dass man sein Ego nicht mit in den Sattel nimmt. Mhm. Ne? Und diese Sackgasse ist natürlich etwas, solange man für sich alleine unterwegs ist, ist sie vielleicht noch einfacher zuzugeben. Als wenn man halt eben an einem größeren Stall unterwegs ist und man merkt, ups, da passiert irgendwie was, ich bin da in der Sackgasse gelandet und dann ist so guter Rat teuer, aber drumherum gibt es ganz viele Leute, die haben einen guten Rat, den man aber eigentlich gar nicht befolgen will, weil dann kommen Dinge, dann vielleicht Ratschläge da um die Ecke, die dann meistens nicht so hilfreich sind, so die berühmten Ratschläge von der Bande. Also ich finde es ganz wichtig, dass man Sackgassen auch als Chance sieht, weil man kann seinen Werkzeugkasten nochmal überprüfen. Man kann seinen Werkzeugkasten auch erweitern. Man kann Zäumungen ändern. Wir haben das so oft schon besprochen. Man muss nicht alles mit demselben
Equipment lösen, wie man es vielleicht vorher gemacht hat. Da muss nicht immer ein Gebiss drin sein. Es muss nicht immer die Kandare sein. Eine Gerte ist nicht unbedingt dazu da, dass man draufhaut. Man kann einen Bosal nehmen, man kann andere Züge nehmen, anderer Sattel. Trainer kann man wechseln und teilweise kann man halt eben auch, man muss nicht streng nach einer Idee des Reitens reiten. Das heißt also, es gibt nicht zwingend Vorgaben für jedes Pferd, dass man sagen muss, okay, da gibt es eine Reitweise und das sind die Statuten und so muss ich reiten. Denn ich glaube, der Werkzeugkasten, wenn wir über alte Meister reden, der ist so groß. Und wer sich mal die Mühe macht, die Treppen im Reithaus hochzulaufen und mal die Bibliothek bei Wolfgang und Christian sich anzuschauen, wie viele Bücher da stehen. Meine ist jetzt auch nicht gerade so klein. Da gibt es so viele Bücher, die kann man mal rausziehen und sagen, okay, was sagen die denn dazu? Weil die haben alle Fehler schon gemacht und die haben aber nicht alle denselben Weg. Und da darf ich manchmal ruhig auch mit meinem Ego rauslassen und sagen, ich muss nicht alles wissen. Das wissen andere vielleicht sogar besser als ich. Es sind 850 Bücher circa. Wahnsinn. Und das ist nicht alles, was über Pferde geschrieben worden ist. Ich glaube, dass wir da noch gut eine 1 und eine 0 davor packen können, wenn wir über die ganzen Jahrtausende sprechen. Ja, du hast vollkommen recht, Chris. Das, genau so ist es. Und ihr müsst es auch so ein bisschen überdenken. Wenn ihr zum Beispiel seit 10 Jahren auf dem Niveau von L seid, mit eurem Pferd oder wie auch immer, dann seid ihr vielleicht auch in einer Sackgasse. Denn zur Reiterei gehört es auch zu fördern und zu fordern. Beides gehört dazu. Und wenn ihr euch da einschläfern lasst von eurem Reitlehrer, der euch nicht weiterkommen lässt mit der ganzen Geschichte, dann seid ihr nicht auf dem Niveau der Reitkunst unterwegs, sondern ihr lasst euch von eurem Pferd bewegen. Aber zur Reitkunst gehört es eben zu gucken, wie viele Möglichkeiten stecken in meinem Pferd drin, ohne dass ich das Pferd quäle, dass ich es überfordere. Und zu sagen, was kannst du denn noch, junges Pferdchen? Ja, zum Beispiel spanischen Schritt oder auch mal an den Gedanken einer Piaffe ranzugehen oder solche Geschichten. Es steckt in fast allen Pferden drin, in irgendeiner Art und Weise. Aber ihr müsst euch auch ranwagen. Und das ist eben, wo man sagt, das ist auch eine Sackgasse, dass ihr nicht weitergekommen seid in eurem reiterlichen Leben. Mal drüber nachzudenken. Es ist nicht nur die Situation, wo ihr mit eurem Pferd jetzt gerade steckt. Vorher wurde in der einen Frage gesagt, viel Weiterbildung und Erfahrung sammeln. Ja, genau, das ist das. Weiterbilden. Schult euch. Wir leben in einem Land, euch wird so viel Schulung angeboten, nirgendwo anders in einem Land der Welt. Vielleicht noch in der Schweiz und in Holland, Österreich und so, aber ansonsten, die meisten sind sehr, sehr begrenzt und bei uns sind alle Reitweisen möglich. Trainer aus der ganzen Welt kommen zu uns. Meldet euch dort an, guckt euch um. Okay. Du wolltest auch noch was ergänzen, Uta? Trifft sich jetzt eigentlich mit dem, was der Wolli schon so ausgeführt hat, dass ich auch noch mal sagen wollte, dass wir so viele, so viele Möglichkeiten haben, einfach auch, dann wieder den Weg zu gehen. Und dass jede Sackgasse, also jeder, was man dann auch oft als Fehler einfach sieht, dass man was falsch gemacht hat, dass man daraus immer lernt und sich neue Möglichkeiten ergeben. Und dass man sich dann auch nicht so unbedingt Monate, Jahre lang selber so quälen, malträtieren sollte, was man jetzt alles falsch gemacht hat, sondern wirklich nach vorne schaut und sagt, okay, ich habe es erkannt, so geht es nicht. Ich wähle jetzt einen anderen Weg, der einfach für mich und für mein Pferd passt. Sehr gut. Ja, das ist so ein Mindset-Thema, ne? Dass man also wirklich auch mit Sackgassen und Fehlern und Problemen einfach anders umgeht und die vielleicht auch einfach auch als Chance zur Weiterentwicklung sieht. Hey, da ist mir eine Aufgabe gestellt worden, die kann ich nicht lösen, ich suche nach einer Problemlösung. Ja, und kann meinen Werkzeugkasten erweitern. Das passt ganz gut zur nächsten Frage von Anna M. Stark. Hattet ihr schon mit Pferden zu tun, die mit dieser Art der Reiterei nicht zurechtkamen? Woran habt ihr das jeweils bemerken können? Ich glaube, da bin ich jetzt gefragt, weil ich so viele Pferde in meinem Leben schon trainiert habe. Da kommen wir nicht mehr dran. Also auch zusammen. Nee, da kommt ihr nicht mehr dran. Ich habe vor 10 Jahren aufgehört,
zu überschlagen, da waren es 1000, aber ich weiß es nicht. Es sind, ja, woran erkennt ihr das? Wenn euch auch kompetente Trainer mit eurem Pferd nicht weiterhelfen können an den Übungen, die ihr machen möchtet, müsst ihr irgendwann mal schauen, ob euer Pferd überhaupt in der Lage ist, diese Dinge zu tun, weil da ist der Chris jetzt wieder gefragt. Pferde sind durch ihre körperlichen Begebenheiten nicht immer in der Lage, alles zu tun. Manche haben ein zu gerades Hinterbein, eine zu gerade Schulter oder zu schräge Schulter oder der Rücken ist nicht in Ordnung und so weiter und so weiter. Und da muss man dann einfach auch sagen, vielleicht kann ich das alles nicht machen mit meinem Pferd. Aber ich möchte eigentlich in diesem Falle noch einmal, das mache ich jetzt in letzter Zeit jede Woche, mal erklären, was ist Reitkunst? Reitkunst ist das, aus eurem Pferd herauszuholen, was in ihm steckt. Und nicht das herauszudrücken, was nicht in ihm steckt, sondern was ihr vielleicht euch wünscht. Ja? Wenn euer Pferd nicht in der Lage ist, eine gute Piaffe zu machen oder fliegende Galoppwechsel von rechts nach links in Zweiersprüngen, ja, liebe Leute, das ist doch auch nicht notwendig. Es ist notwendig, wenn ihr euch mit eurem Pferd beschäftigt, hinzuhören, Pferdchen, was kannst du? Was willst du mir schenken? Womit bist du glücklich? Und nicht, weil Leute am Zaun draußen sagen, das und das muss aber dein Pferd auch noch lernen. Oder kannst du das nicht oder kannst du dies nicht? Manche Pferde sind wunderbar toll im Trail, die können halt keine gute Dressuraufgabe machen. Aber ein toller Trail oder ein toller Extremtrail sogar ist für manche Pferde, die gar nicht in der Lage sind zu piaffieren, aber die können das ganz toll. Und andere Pferde, die ganz toll piaffieren können, können keinen Trail, weil sie die Nerven nicht haben. Ja? Und da muss man immer gucken, was ist denn die Kunst, wenn ich einen Trail durchreiten kann, zum Beispiel mit dem Halsring? Ja, Hut ab. Aber hallo, das ist eine tolle Geschichte. Ja? Aber die Piaffe und die Passage, die Einerwechsel, das ist nicht das Ziel der Reitkunst. Ja, deshalb müssen wir hier vielleicht auch, weil die Frage ging ja in die Richtung, die Art der Reiterei. Also das, was wir jede Woche machen, hat Wolfgang gerade ganz gut zusammengefasst. Es geht um Reitkunst. Es geht gar nicht um einen einzigen Weg oder was ganz klar vorausdefiniert ist. Wir reden zwar über Erfahrungswerte, wir reden sicherlich über auch ein paar immer wiederkehrende Werkzeuge, die wir den Leuten ja auch in den Kursen näher bringen, in der Online-Akademie näher bringen und jetzt in den Intensivkursen auch sehr, sehr nahe bringen. Und da haben viele Leute einen Aha-Effekt und merken, okay, da kann die Reitkunst für mich in einem simplen Zirkelreiten anfangen, weil ich so viel an meinem Art zu reiten und zu denken, mich selbst zu sehen, geändert habe, dass ich mit einem Riesengrinsen nach einem einzigen Zirkel vom Pferd runterspringe und sage, boah, das war geil, ich habe fast Tränen in den Augen gehabt. Und das ist also für mich dann auch das, was die Reitkunst ausmacht. Ich kann für mein Pferd definieren, ganz individuell, wie die Reitkunst des Pferdes mit mir zusammen aussieht. Und das ist mit keinem anderen Pferd genau das Gleiche. Es ist immer was ganz Individuelles. Und auch das, was du vorhin schon gesagt hast, zu schauen, nicht nur, wozu könnte das Pferd in der Lage sein, sondern auch, wozu ist es aktuell in der Lage und aktuell vielleicht auch nicht in der Lage, wenn wir über Sackgassen reden. Nämlich dann die physiologische oder psychische Verfassung, in der das Pferd ist. Und wir haben ganz viele Leute ja auch jetzt schon gehabt und die uns auch Fragen gestellt haben, die mit psychischen Themen entweder bei sich oder beim Pferd unterwegs sind, ne, und ihre Zweifel aufs Pferd übertragen, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg und so weiter. Und wenn man die da mal rausholt, dann eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Okay. Horse Feeling fragt, was empfiehlt ihr, wenn man in einer solchen Krise steckt? Also in Bezug auf die emotionale Seite des Reiters und konkrete Tools, um sich wieder neu zu motivieren? Ich glaube, die Frage geht ganz klar an Uta. Ganz klar an mich. In Ergänzung mit euch dann bitte. Hat ja jeder immer schöne Tipps parat. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man erkennt, dass man in so einer Krise steckt. Weil in dem Moment hat man einfach ein Bewusstsein dafür. Und das ist, damit geht die Reise dann quasi los. Und dann, das hatten wir vorhin schon irgendwie gesagt, dann ist natürlich die Frage, muss ich vielleicht
mir einen anderen Trainer suchen, der mir hilft? Ja. Muss ich ein anderes Umfeld vielleicht auch für mich schaffen? Muss ich überdenken, ob das, was ich mit meinem Pferd machen möchte, für mich und mein Pferd auch das Richtige ist? Weil oft haben wir ja auch eine Vorstellung von dem, was wir wollen mit unserem Pferd. Und das Pferd hat oft leider einen ganz, ganz anderen Plan, was es so möchte. Und das ist auch, das nicht so als Krise zu sehen, auch wenn man das so empfindet, sondern eher zu sagen, was sind denn da Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten für mich und mein Pferd? Was habe ich für Optionen? Was kann ich anders machen? Sei es wirklich einen anderen Trainer nehmen, auf andere Kurse fahren, mich online irgendwie weiterzubilden und vielleicht auch einfach mal, würde ich jetzt so sagen, könnt ihr gleich nochmal sagen, was ihr dazu meint, manchmal ist es auch nicht schlecht, einfach mal eine Pause zu machen. Gerade wenn man in so einer verkopften Krise steckt und sagt, ich komme jetzt wirklich überhaupt nicht mehr weiter und man dreht sich dann nur noch im Kreis, einfach mal zu sagen, ich gebe mir mein Pferd doch mal kurz Pause. Tage oder vielleicht auch mal eine Woche oder zwei oder drei. Einfach das Pferd vielleicht auch mal wegstellen für einen Moment, wenn das irgendwie geht. Und einfach nur schöne Sachen machen. Also dann einfach noch mal tütteln, putzen, die Beziehung neu aufbauen. Noch mal zurück an so Basissachen einfach gehen, um den Kopf frei zu kriegen. Und um sich selbst auch wirklich zu fragen, was möchte ich? Kann man dann auch viel wieder mit, zum Beispiel mit Meditation irgendwie üben, wenn man sich damit beschäftigt, um sich mit seiner Intuition zu verbinden, um dann nochmal reinzufühlen, weil oft sind wir so sehr überlagert dann, was da schon so an Kopfkino passiert oder was wir an Ratschlägen bekommen haben und der Trainer A sagt das und der andere sagt jenes. Und sich da wirklich die Ruhe und die Zeit zu nehmen, um zu sagen, was brauche ich, damit es für uns weiter in eine gute Richtung weitergeht und wir uns weiterentwickeln können? Ja, super. Also was ich mit Leuten noch mache, sind ganz viele Coaching-Themen, wo ich tatsächlich auch mit den Leuten nochmal schaue, was sind eigentlich meine Ziele? Welche Ziele habe ich eigentlich als Reiter? Welche Ziele habe ich mit meinem Pferd? Welches Potenzial steckt in mir, welches Potenzial steckt im Pferd, um so ein bisschen rational nochmal vielleicht sogar mit einem Blatt Papier runterzuschreiben, auf welchem Weg bin ich da eigentlich unterwegs und passt das so? Ja, macht es dann wirklich Sinn, diesen Weg mit diesem Pferd mit mir so weiterzubringen? Ist es vielleicht auch, passt es gar nicht? Ist es also schlimmstenfalls etwas, was ja Christin in ihrem Buch sehr drastisch ja auch den Leuten entgegenbringt, was ist, wenn ich das falsche Pferd habe und nicht jetzt für eine Reitweise, sondern wenn es tatsächlich zu mir nicht passt, wenn es beziehungstechnisch wir einfach nicht zusammenkommen. Und viele Leute halten an ihrer Beziehung dann fest, also wie im wahren Leben mit dem Partner, halten sie auch an der Pferdebeziehung fest, obwohl die nicht gerade auf der grünen Wiese gesät worden ist, diese Beziehung, und auf keinem guten Fundament steht. Und dann versuchen sie selber oft, und dann kommt wieder dieses Ego-Thema dazu, je nachdem, wie lange die schon unterwegs sind in der Reiterei, dann versuchen sie das Problem selber zu lösen. Und das geht dann meistens sehr, sehr schief. Da kommt dann auch so das nächste Thema dazu, die Angst. Ja, und da stellt die Ines Sander eine ganz gute Frage. Mir scheint, dass manche... Ich würde ganz gerne noch etwas dazu sagen. Ja. Bin mit dem Thema noch nicht ganz durch. vielleicht überdenkt ihr nochmal eure Arbeit oder euer Zusammensein mit eurem Pferd. Habt ihr euch das Pferd gekauft, weil ihr Leistung bringen wollt, weil ihr meint, ihr müsst irgendetwas zeigen können, ihr müsst irgendetwas leisten? Oder habt ihr euch das Pferd angeschafft, vielleicht habt ihr es auch geschenkt gekriegt, weil ihr eine Partnerschaft eingehen wolltet? Und diese Partnerschaft zwischen Pferd und Mensch, das hat viel, viel mehr mit unseren Sinnen zu tun, als mit Leistungsbedürfnis. Denn das Pferd hat uns seit Jahrtausenden begleitet. Es hatte eine Aufgabe. Es hatte immer eine Aufgabe. Es hatte einen Beruf. Jedes Pferd hatte einen Beruf. Das eine Pferd war ein Ackerpferd, das andere Pferd war ein Kutschpferd, das nächste war ein Reitkunstpferd, das übernächste war ein Soldatenpferd.
Heute gibt es nur noch wenige Berufe für die Pferde. Es gibt noch Polizeipferde, es gibt noch die Therapiepferde. Mhm. Ja, und vielleicht noch in verschiedenen Ländern eben Arbeitspferde für die Rinderarbeit oder sonst was. Aber bei uns, bis auf die Rückepferde, Polizeipferde und Therapiepferde, haben wir eigentlich keinen Pferdeberuf mehr bei uns. Jeder, der ein Pferd hat, wir nennen uns heute Freizeitreiter, das ist auch richtig. Ja. Der Einzige, der kein Freizeitreiter ist, ist derjenige, der sein Geld mit Pferden verdient. Ob er sie jetzt verhaut oder lieb hat oder wie auch immer, der ist es kein Freizeitreiter mehr. Aber vielleicht überdenken wir doch mal einfach unser Zusammensein mit unserem Pferd. Vielleicht wollen wir doch eigentlich nur, dass unser Pferd uns lieb hat und uns etwas abnimmt, was uns der Alltag Tag für Tag auf den Rücken buckelt und sagt, damit musst du klarkommen, und wir gehen abends zum Pferd und das Pferd sagt, schön, dass du da bist, guten Abend, rede mit mir. Und da müssen wir nochmal drüber nachdenken, ob diese ganzen Leistungen sein müssen oder ob wir einfach sagen können, ich fahre gern zu meinem Pferd, auch wenn ich es gar nicht reite. Ich gehe gern zu meinem Pferd, weil ich mit ihm gerne 2 Stunden verbringen möchte, auf dem Paddock, mit ihm spielen, mit ihm schmusen, mit ihm reden. Was man mit dem Hund auch macht. Manche Leute machen mit dem Hund auch Sport, aber die meisten Leute haben den Hund, weil sie einfach nur mit ihm reden wollen. Und manche Leute suchen sich halt einen größeren Hund aus, mit 500 Kilo. Und dann müsst ihr nochmal drüber nachdenken, ob das alles so sein muss, ob man was bringen muss, weil da Leute an der Bande stehen. Es gibt auch Leute, denen gibt das ganz viel, wenn sie mit ihrem Pferd abends grasen gehen. Hm. Mehr nicht. Okay. Okay, ja, machen wir weiter. Reiterangst. Ines Sander fragt, mir scheint, dass manche Reiter ein Kopfkino haben. Es muss ein Horrorfilm sein. Sie stellen sich gefährliche Situationen vor, die in Wirklichkeit gar nicht stattfinden. Sie sind nicht im Jetzt fokussiert, sondern überlegen, was passiert, wenn. Auch so eine Einbahnstraße. Aber wie kommt man da raus? Uta. Uta. Um ins Jetzt zu kommen, um gleich einmal auf diesen Satz mit, sie sind nicht im Jetzt fokussiert einzugehen, ist immer atmen. Ganz bewusst zu atmen, einzuatmen und auszuatmen, bringt jeden Menschen sofort immer ins Jetzt. Das erfordert natürlich auch ein bisschen Übung, weil wir ganz unbewusst über 20.000 Mal am Tag ein- und ausatmen und wir oft gar nicht wissen, was da so bei uns im Körper passiert und was Einatmen macht und was Ausatmen macht mit unserem Körper, wie der durch den Körper fließen soll. Und das ist ein ganz spannendes Thema, wenn man sich damit beschäftigen möchte, sich ein bisschen mehr mit seiner eigenen Atmung zu beschäftigen, Atemübungen auch einfach mal zu machen. Und das andere in dem Kontext hier ist die Situation mit Kopfkino und sich gefährliche Situationen vorstellen. Das wird den Reitern, die das tun, nicht nur so beim Pferd gehen, sondern vermutlich auch in ihrem restlichen Alltag. Und dieses negative Gedankenkarussell ist, glaube ich, weit verbreitet. Ich wage mal zu behaupten, dass das so fast jeder Mensch irgendwie so mehr oder weniger intensiv immer mal so am Tag mit verschiedenen Dingen vielleicht irgendwie hat. Was auch dadurch geprägt ist, dass unsere Umwelt und unser Alltag, was wir auch wahrnehmen über Medien, über Fernsehen, über Zeitungen, alles sehr, sehr negativ geprägt ist und ja quasi auch nur aus solchen Horrormeldungen und Schreckensmeldungen den ganzen Tag passiert. Und unser Gehirn ist mittlerweile gar nicht mehr darauf programmiert, dass wir positiv denken durchweg und uns auf das Gute fokussieren und daran glauben, dass das Gute passiert und dass das klappen wird. Und das ist dann quasi der nächste Schritt, dass, wenn man bemerkt, dass man so permanentes negatives Kopfkino hat, sich das auch bewusst zu machen und einfach so einen Schalter umzulegen, zu sagen, ich muss mein Gehirn und mich quasi wieder neu trainieren, also wie so ein Muskel, den man trainieren muss, wo man ins Fitnessstudio geht, muss man mit seinem Kopf quasi in so ein mentales Fitnessstudio gehen, um einfach wieder zu lernen, positiv zu denken, positiv mit sich selbst zu sprechen, positiv mit anderen zu sprechen, positiv mit seinem Pferd zu sprechen, positiv zu denken. Und das ist auch
ein Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen, weil wir Menschen gerne alle in alte Verhaltensmuster fallen, weil das so schön einfach ist. Und das hat dann was mit der Reise der persönlichen, reiterlichen Weiterentwicklung zu tun, die ganz spannend ist. Und dann kommt man da auch wieder raus, wenn man dann einen ersten Schritt macht und diesen Weg einfach weitergeht. Ja, diese persönliche Weiterentwicklung ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich unterscheide in diesen Situationen ganz gerne zwischen den Pferden, vor denen man Angst haben muss, und Pferden, die ich ängstlich mache oder die ich erst dazu bringe, dass Situationen eintreten, die ich mir selber vorstelle, diese self-fulfilling prophecies. Und manchmal sind es halt eben die grünen Blätter, die roten Schirme, die Plastiktüte oder was auch immer, wo ich als Mensch ohne das Pferd an der Hand keine Angst vor hätte, aber mir schon ausmale, dass der Fahrradfahrer, der jetzt von Weitem zu sehen ist, dass der dem Pferd Angst machen wird. Und ganz oft ist die Gefahr, dass das Pferd keine Angst kriegt, mindestens genauso groß bis zu kleiner, als dass es dann tatsächlich scheut. Und ich bringe es durch meine eigenen Emotionen erstmal dahin. Jetzt ist es aber so, dass wir oftmals als heutige Reiter nicht so gut ausgebildet sind und nicht so viel Erfahrung haben mit diesen großen Tieren und suchen uns Pferde, die halt eben auch nicht gut ausgebildet sind. Und da macht es sehr viel Sinn, dass ich mir, wenn ich Angst habe, auch Hilfe hole. Weil ich komme da sehr schlecht raus. All diese Dinge sind sehr, sehr wichtig. Wenn ich Pferde habe, vor denen ich keine Angst haben muss, dann helfen genau diese Tools, die Uta gerade erklärt hat. Die sind total super, meditieren und vielleicht auch einfach so Dinge machen wie es ist jetzt nur Regen oder es ist jetzt gerade nur ein bisschen Wind. Ich habe vor Wind keine Angst, also muss das Pferd auch keine Angst vor dem Wind haben, dann kann ich dem Pferd auch helfen. Wenn ich aber Angst vor dem Pferd habe, weil es vor irgendwas Angst haben könnte, was ich noch gar nicht weiß, und mir das alles ausmale, dann ist es ein ganz anderes Thema dann auch. Und wenn das Pferd wirklich gefährlich ist und ich gar kein Werkzeug dafür habe, dann brauche ich auch jemanden, der mir hilft. Und dann kann derjenige auch herausfinden, woran liegt es. Liegt es an mir, an meiner Unerfahrenheit und gepaart mit der Unerfahrenheit des Pferdes? Oder ist es etwas, wenn ich dem das Pferd gebe, dann hat das Pferd auch keine Angst. Dann liegt es ausschließlich an mir. Ich schließe da nochmal an meine Antwort von der vorherigen Frage an. Ihr müsst es auch erstmal nicht reiten, wenn ihr Angst habt. Hm. Es gibt wunderbare Möglichkeiten, am Boden mit Pferden zu arbeiten. Wirklich. Das geht hin von der klassischen Bodenarbeit, sprich Seitengänge, bis zu Fußballspielen, Trail, Bodentrail und so weiter und so weiter. Um das Vertrauen zu dem Tier zu kriegen, sollte Das Schlimmste ist Leistungsdruck im Kopf des Menschen. Diesen Leistungsdruck abzuschalten und zu sagen, ich will doch eigentlich gar nichts von meinem Pferd. Ich will doch nur, dass es mich lieb hat und dass es mich beachtet. Mehr will ich doch gar nicht. Und wenn ihr da mal mit anfangt, dann kommt ihr vielleicht in diesen Prozess, wo ihr sagt, so, jetzt kann mein Pferd am Boden ganz schön viel. Vielleicht darf ich mich jetzt mal draufsetzen, vielleicht lasse ich mich auch mal einfach führen nach ein, zwei, drei Jahren. Und lass mich durch den Trail führen oder durch die Seitengänge führen. Und ich sitze nur drauf und spüre mal, wie mein Pferd sich bewegt. Und jemand bewegt das Pferd vom Boden aus. Und ihr kriegt darüber hinweg ein Vertrauen zu diesem Tier. Aber wie gesagt, niemand treibt euch doch dazu, sich draufzusetzen, sich in Gefahr zu bringen. Wenn ihr die Angst habt, es wird passieren. Es passiert irgendwas. Ja, vor allem, wenn man die Ziele aus dem Auge verloren hat und sie zu hoch ansetzt. Also viele Leute haben vielleicht ein Problem mit ihrem Pferd. Auch da können wir jetzt so ein bisschen Erfahrung aus unserem Intensivkurs anbringen, weil wir haben nämlich ganz vorne mit den Leuten angefangen beim Aufsteigen. Also wir wollen in die Richtung Reitkunst gehen, aber natürlich muss ich aufs Pferd draufkommen. Und zwar nicht irgendwie, sondern ich möchte auf ein Pferd mich draufsetzen, was mir auch zuhören kann, mit dem ich Reitkunst dann überhaupt besprechen kann. Aber wenn mir das Pferd nicht zuhört, weil ich nicht aufsteigen kann, dann brauche ich nicht das Pferd weiter bewegen. Das heißt, ich muss mein Ziel vielleicht noch kleinschrittiger definieren und in ganz kleinen Einheiten, die können dann 2 Minuten sein. Und vielleicht ist die erste Situation, die ich klären muss, ich kann mit meinem Pferd in die Bahn gehen, ohne dass es denkt, hier passieren jetzt komische Sachen.
ich muss jetzt rennen, ich muss jetzt hier longiert werden oder ich darf mich jetzt hier irgendwie austoben, weil viele Leute haben ein Pferd, das wird irgendwie nervös und will wegrennen oder was auch immer, reißt sich los und muss sich erstmal bewegen, will Dampf ablassen. Das hatten wir heute das Thema. Und da kriege ich natürlich, wenn sich so 600 Kilo mit all seiner Macht durch die Bahn bewegen, dann habe ich da natürlich vielleicht schneller Angst als bei einem ganz ruhigen Pferd. Und dann muss ich da aber erstmal anfangen. Dann ist nicht das Thema, dass ich im Sattel irgendwas leisten soll oder muss und da meine Ziele haben kann. Nee, dann muss ich vielleicht einfach nur mal in die Bahn gehen, das Pferd dorthin stellen, kurze Atemübung machen und wieder runtergehen. Das ist dann meine Tagesaufgabe. Mehr nicht. As simple as it sounds. Ja. Was vielleicht in dem Zusammenhang nochmal ganz wichtig ist, weil der Wally das auch nochmal mit der Angst angesprochen hat. Ihr dürft alle oder jeder Reiter darf Angst haben und das auch sagen. Ich glaube, das ist auch so, dass man immer denkt, ich reite oder ich habe ein Pferd, ich muss reiten, ich darf keine Angst haben und ich darf darüber nicht sprechen und ich darf das irgendwie niemandem sagen, weil alle sitzen so cool im Sattel und machen das und so muss ich das auch machen. Und auch so eine Emotion wie Angst darf einfach da sein, die hat einen Grund, dass sie da ist und gerne dann auch damit einfach das nehmen und damit arbeiten und sich Hilfe holen, wie Chris schon gesagt hat, oder eben wie der Wolfgang auch. Man muss nicht immer sofort aufsteigen und reiten und gibt auch andere Möglichkeiten, um Vertrauen zu finden und aufzubauen. Okay. Wenn ich einen Schäferhund habe, dann kann ich den zum Beißen bringen auf dem Hundeplatz. Ich kann ihn nur auch zum Trüffelsucher machen. Ich kann mit ihm Agility machen. Der Schäferhund heißt nicht, dass der Leute stramm stehen lässt. Ja, erstmal ist es nur ein Hund. Und was ihr daraus macht, ist eure Geschichte. Mhm. Und so könnt ihr mit eurem Pferd auch umgehen. Gut, ich denke, die Frage ist geklärt. Sonst brauchen wir 3 Wochen. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Katrin, sind eure Pferde nachtragend, wenn ihr euch mit ihnen in eine Sackgasse begeben habt? Oh ja. Oh ja. Mehr bräuchte eigentlich nicht zu sagen. Ja. Ganz kurzes Beispiel. Vor kurzem. Ich habe ein Pferd seit 1,5 Jahren, das mich ausgesucht hat und ist angeblich auch sehr gut 1-, 2-, 3- und 4-spännig gefahren. Und dann habe ich einen befreundeten Fahrer gefragt, ob er mal mit meinem Pferd und mir fährt. Und er hat ein sehr erfahrenes, gutes, cooles Pferd daneben gespannt. Einen 17-jährigen Lipizzaner. Und wir sind dann losgefahren. Erstes Urteil war von ihm, der ist nicht viel gefahren. Nach einer halben Stunde sagt er doch, der ist gut gefahren. Und ganz am Ende, wir waren ungefähr 1 Stunde unterwegs, so 1 Stunde, 1/4 Stunde, wollte er zwischen 2 Findlingen durchfahren, wo das Gespann gut durchpasst und die Kutsche auch durchpasst. In dem Moment hat mein Pferd gesagt, auf gar keinen Fall, das passt nicht. Und dann war der aber auch so geistesgegenwärtig, dass er die Notbremse gezogen hat, beide hat stehen lassen, weil meiner wäre über den Stein gesprungen, rechts rüber und hätte wahrscheinlich die Kutsche demoliert und uns da runtergeballert und dann wäre ein schlimmer Kutschenunfall passiert. Er hatte das Gespann geistesgegenwärtig sofort zum Stehen gebracht und hat dann Ruhe bewahrt, hat die Pferde langsam rückwärts gerichtet und hat gesagt, den kriegen wir da durch die Steine nicht durch. Okay, ich habe gesagt, ich werde mit diesem Pferd auf keinen Fall weiterhin Kutsche fahren, auch wenn er es gelernt hat. Ja, mein Pferdchen war mal für 14 Tage, aber sowas von raus aus der Spur. Mhm. Aber wirklich raus. Christin, hast du danach behandelt? Mhm. Er war raus aus der Spur. Der hat das mir sowas von übel genommen. Ja, ja, ja. Hm. Ist nur ein Beispiel. Ich kann euch da 100 Beispiele geben. 1000 wahrscheinlich. Oder 1000. Ja, ich glaube, also jeder hat also Situationen, die er da so zum Besten geben kann. Das ist immer, das Wichtige ist halt, dass man es auch merkt und dann den Grund herausfindet. Hey, was habe ich denn da gemacht? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, was Uta gerade als reiterliche Reise, Weiterentwicklung da auch genannt hat, dass ihr diese Sackgassen erkennt und sagt, hey, es muss nicht alles mit der Brechstange sein. Es gibt nicht nur einen Weg. Es gibt ganz viele Wege und nicht, es muss nicht alles mit Hau drauf und
Ich glaube, das Blödeste, was es gibt, da muss der jetzt durch oder da muss die jetzt durch. Das ist so, glaube ich, das Dümmste, was man machen kann, Pferde zu etwas zwingen zu wollen. Man kann Pferde überreden, man kann Pferde für etwas stark machen, kleinschrittig. Man kann Pferde von etwas überzeugen, sodass sie regelrecht mit einem durchs Feuer gehen. Aber Pferde zu etwas zwingen, das Nachtragende kann auch sein, dass sie nicht mehr so mitarbeiten, wie sie irgendwann mitgearbeitet hätten oder hatten. Dass sie einfach keinen Spaß mehr haben, ne? Dass sie alles mitmachen, aber das Feuer ist weg. Nochmal ganz kurz auf dieses, dann bist du dran, Uda, auf das Pferd zu kommen, was ich eben beschrieben habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Pferd, das ist ein Spanier, dass der in Spanien gefahren wurde. Ich habe ja Videos gesehen, aber da ist mit Sicherheit etwas passiert. Und aufgrund dessen, was da passiert ist, hat das Pferd nicht mehr funktioniert und wurde verkauft. Und das ist immer der Grund, wenn man so etwas erlebt, wo man sagen muss, halt, jetzt bin ich gerade an eine Grenze bei meinem Pferd gekommen, über die wird mein Pferd nicht mehr gehen. Das ist ganz wichtig, zu sagen, nein, genau das, was du gesagt hast, da muss der durch. Nein, da muss der nicht mehr durch. Wenn der da nochmal durchkommt, ist er ganz im Eimer. Mhm. Der hat dann vollkommen den Dachschaden. Und das ist ganz, ganz wichtig zu erkennen. Hier ist etwas ganz Elementares beim Pferd passiert. An die Grenze gehe ich nie wieder ran. Mhm. Ja, mit da muss der durch, verlässt man auf jeden Fall den Weg der Reitkunst. Ja. Das ist auf jeden Fall das Absolut. Ende dann. Ja. Hast du noch eine Ergänzung, Uta? Ich hatte eigentlich nur noch als Ergänzung, weil das so generell zu dem Thema noch passt, dass ich der Meinung bin, dass jedes Pferd auch aus einem ganz bestimmten Grund bei jedem Reiter irgendwie ist. Ja. Hm. Das passiert nicht mit Zufall, auch wenn man sich in dem Moment vielleicht manchmal fragt, irgendwie, boah, Sackgasse, Krise, wie soll das irgendwie weitergehen? Ihr könnt von jedem Pferd so unfassbar viel lernen, selbst wenn ihr das in dem Moment gar nicht irgendwie so versteht oder das noch gar nicht so präsent irgendwie in eurem Bewusstsein ist. Jedes Pferd ist quasi euer Lehrmeister, für was auch immer. Das ist ganz vielschichtig auf vielen verschiedenen Ebenen, aber jedes Pferd ist aus einem ganz bestimmten Grund da. Und eigentlich darf man jedem Pferd immer so unglaublich dankbar sein dafür, dass das so ist. Auch wenn der Weg dann manchmal ein anderer ist, als man sich vorgestellt hat. Eigentlich müssten wir jetzt Schluss machen. Nächste Woche wäre Christine auch wieder dabei. Für die ganzen Fragen. Weil das ist so schön, was du gerade gesagt hast. Naja, das hat so ein bisschen was auch mit Demut zu tun, den Pferden gegenüber. Würde ich gerne stehen lassen. Was sagst du? Ich würde das gerne stehen lassen. Dann lassen wir das so stehen. Wir sind am Ende von Seite 2 von 6. Ja. Wir können mal schauen, ob wir da dann halt nächste Woche anknüpfen wollen. Ja. Das ist das, was ich vorhin sagte. Pferde sind für viel mehr da, als wir heute wahrhaben wollen. Und das hast du gerade so schön gesagt, Uta. Toll. Danke. Super. Dann würde ich sagen, dann werden wir euch mit diesem tollen Statement von Uta für heute entlassen. Und ich sage danke an alle, die eingeschaltet haben, uns verfolgen oder in der Zukunft ansehen, weil wir haben auch ganz viele Leute, die sich das morgen früh oder im Laufe der nächsten Woche anschauen oder immer wieder anschauen. Ich finde es ganz toll, wie viele Leute da immer wieder zuschauen und uns so tolle Fragen stellen für eine halbe Stunde, wie immer. Ich sage danke an Uta. Danke an euch. Danke an Wolfgang. Ich übernehme mal Christins Part ja heute. Nicht uns gemacht, aber vielen, vielen Dank. Sagt es euren lieben Leuten weiter. Die nicht bei Facebook sind, die können das alle am nächsten Tag spätestens bei YouTube anschauen. Genau, oder in der Online-Akademie. Das war uns immer sofort angeboten und ich finde das ganz wichtig. Sagt es einfach weiter, das ist ganz wichtig. Ihr Lieben, da kommt sie nochmal. Die wird immer kranker, ich sehe es an ihrem Gesicht. Die kommt noch für den wichtigen Knopfdruck. Für das. Den Knopfdruck kriege ich alleine hin. Einen schönen guten Abend euch allen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Bis nächste Woche. Toller Abend gewesen. Danke. Tschüss. Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche.
Toller Abend gewesen. Danke. Dann siehst du sie, die ist da. Die hast du hier. Ach, die ist da. Ist noch nicht ganz raus. Muss noch verlassen. Oder? Oh, jetzt kommen wir hin. Toller Abend gewesen. Danke. Tschüss.